So, runter. Ja, sehr, sehr gut. Da kommt da wieder ein Fuß- und Radweg. So. Ja, ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war richtig. Und dann kommt da jetzt wieder so eine kleine Straße. Soll ich da bis ganz zum Ende gehen? Ich probiere was aus. Oh je. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, komm, das muss so reichen. Entschuldigung. So, und dann kann ich da gerade wieder zurückgehen. Mache ich einfach mal so. Und dann von da noch eine Straße zwischen rein. Ich probiere da ganz gerade ganz viel Neues aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich hoffe es einfach mal. Nein, das kommt wieder weg. Da kommt dafür überall Wohngebiet hin. So. Alles dicht besiedelt natürlich. At the Forest Foundation, we care about three things. Tree things, nature things and the third thing, bird things. Kann ich das vielleicht schneller anmalen? So. Ja, ich glaube, das ist besser. Als wenn ich da alles einzeln machen muss, das ist ja nicht so gut. Sehr schön. Also Wohngebiet sollten sie erst nochmal wieder genug haben. Schule brauchen sie dann wahrscheinlich auch wieder eine. Ja, genau. So. So eine haben sie sogar noch. Ah ja, genau, da muss ich noch ganz schnell, bevor es zu spät ist, einen Fußweg machen. So. Und da wollte ich eigentlich den Radweg hin tun. Sorry, liebes Haus, du bist weg. Gut. Und Parks. Hundeparks und alle möglichen Parks. Italian Leather. Italian threading. Da einer. Pernu is Italian for jean jacket. Und vielleicht da hinten. Second best of Milan, and with an appropriate markup, bring it to you. Wie schaut's gesundheitstechnisch aus? Doesn't mean you should have pants. Feuerwehr auch. Polizei kann wieder eine hin. Kann man vielleicht sogar eine große machen? Da so. 60.000, ja komm. Mach mal einfach mal. Straßenbahn haben sie auch, aber eine Buslinie fehlt ihnen. Mache ich da einfach mal eine Buslinie hin? Und die fahrt dann da eine Schleife. So. Und dann da nach außen. So. Und soll die dann da schon wieder zurück? Ja, ich glaube schon. Ja, doch, ich glaube schon. Dann da. Und da. Und da müsst ihr dann wieder reingehen. Genau. Sehr, sehr gut. Und dann noch eine, die beiden Sachen da. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
was die beiden Sachen da verknüpft. Da mache ich einfach so eine kleine Buslinie zwischen rein. So. Mache ich einfach mal so. Dann da, dass die Leute auch umsteigen können. So. Und dann daher. Da wieder zum Umsteigen. So. Und dann daher, das soll eigentlich reichen. Linie abschließen. Gut. Ist sie abgeschlossen? Ja, ich glaube schon. Schaut nicht schlecht aus. Müllproblem haben wir trotzdem noch. Was ist mit der Müllabfuhr? Müllfahrzeuge in Verwendung 11, also auf jeden Fall nicht alle. 15, 8. Die wird noch entleert. Null von 17 in Verwendung. Und die ist jetzt auch voll. Werde ich auch entleeren. Und ich werde eine Müllverbrennungsanlage noch irgendwo daher bauen. Wo es vielleicht näher an der Stadt ist. Aber trotzdem außerhalb der eigentlichen Stadt. Vielleicht da so? Dass es nicht im Wohngebiet ist, aber trotzdem in der Nähe. So. Ich denke, das ist in Ordnung. Hinten fehlt wieder Wasser. Ah ja. Ich sehe schon. Habe ich wieder vergessen. Mache ich gleich wieder mehr. Vorausschauend bauen. Sonst vergesse ich nächstes Mal genauso schnell. So. Gut. Der Müll sollte eigentlich bald abgeholt werden. Wie schaut's da aus? Müllverbrennungsstatus, Deponieauslastung. Sollte eigentlich gehen. Kapazität ist viel höher als die Produktion. Gut. Gut, dass wir die Straßenbahn schon gebaut haben. Jetzt haben wir da überall schon Verkehrsanbindung. Was fehlt den Leuten da? Oh, achso, Müll, ja. Gesundheit, Feuerwehr. Transport ist es. Freizeit. Ja gut, ich kann da noch einen Park oder so hinbauen. Da oben sollte auch wieder was sein. Hm. Da vielleicht? Ich weiß nicht. Botanischer Garten wäre natürlich auch schön. Irgendwo. Den kann man vielleicht dahin bauen, irgendwo. So, mache ich einfach mal dahin. Dann sollten die Leute eigentlich mega glücklich sein. Und dann kann ich die Steuern vielleicht auch für die normalen Leute wieder ein bisschen erhöhen. So, 11. Dicht besiedelt machen wir auf 10. Da haben wir eh nichts und Büro machen wir auch 11. So. Dann sollten wir auch wieder mehr Geld reinkriegen. Und U-Bahn, dafür haben wir momentan nicht genug Geld, leider. Taxi können wir bauen. Das kostet auch nicht viel. Ein Taxidepot.
mache einfach mal da eins hin. Und da rüben vielleicht auch noch irgendwo. Da? Nein. Die sind laut. Das heißt, ich will den nicht direkt... Da vielleicht. Oh nein, da staut sich's. Da staut sich's. Muss ich gleich schauen, was es da hat. Taxi-Depot kann ich da noch eins herbauen. So. Was ist da los? Da stauen sich die Busse und Müllabfuhren. Moment, war da nicht irgendwie Ampeln setzen? So. Dann soll es da ein bisschen besser gehen. Ampeln setzen. Gibt's da auch Ampeln? Da sehe ich keine Ampeln. Nein, da waren keine Ampeln. Weil das ist echt übel. Weil das der einzige Weg darunter ist. Wir müssten noch eine zweite Autobahnanbindung oder so bauen, dass die vielleicht über die Autobahn daherfahren. Das sollten wir machen, ja? Das wäre eine gute Idee. Wir können die Autobahn auch unterirdisch bauen. Das wäre vielleicht besser als oberirdisch. Gerade so im Bereich, wo dann Innenstadt wird. Weil da würde ich dann so her und dann eine Kurve machen. Und da dann unterirdisch. Das könnte man machen. So, was haben wir da? Da ist keine Ampel. Da auch nicht. Da war eine. So. Sonst wird das einfach zu viel. Da braucht man eigentlich keine Ampel. Das ist nur eine Autobahnauffahrt. Und genauso da drüben, da braucht man auch keine. So. Da war keine. Da auch nicht. Ja, ich glaube, das da vielleicht noch. Ist da eine? Nein, da war keine. Okay. Ich glaube, das passt so. Und da unten könnte man vielleicht die Geschwindigkeit. Manuelle Ampeln, zeitgesteuerte Richtungspfeile, Fahrspur, Verbinder, Geschwindigkeitsbeschränkung. Würde ich da sagen 130. So. Weil das ist ja quasi Autobahn da unten durch. Und da dann langsamer wieder. Da 100, ja, da kann man auch sagen noch 100. Ich denke, das geht. 50 da müssen nicht sein, da kann man eigentlich auch auf 100 bleiben. Oder sagen wir 80. So. Da ist 40. Ja, komm, egal, das lassen wir auf 40. Und da oben sollte eigentlich 130 sein, aber da staut sich's enorm. Ein 40er-Kreisel. Komm, dann machen wir 80. 80, 80. So. Auf der Straße ist 60, das ist in Ordnung. Da, auf der Straße wäre eigentlich 50 erlaubt, hätte ich gesagt. Stadtgebiet halt 50. M10. RNG. Herzlich willkommen. Zu später Stunde noch. Allzu lang werde ich nicht mehr machen. Da mache ich alles 50. 50. 50. 50. 50. Da auch. So, und da hinten kann man dann ja 40 lassen.
Wo staut sich's noch? Ich habe keine Ahnung, wo sich noch staut. Da ist überall 50, das ist gut. Wohngebiet lassen wir mal 40, das ist egal. Kreuzungsbeschränkungen, Verkehrs... Ja, das passt, glaube ich, alles einmal. Da staut sich's immer noch enorm. Die wollen alle in die Stadt. Ja, auch alle, die dorthin wollen, müssen natürlich da abfahren. Das heißt, ich werde jetzt einmal die Autobahn weiterbauen. Und wie gesagt, die wird dann da so eine Kurve machen und da unterirdisch weitergehen. So. Bis da auf jeden Fall einmal geradeaus. So. Und dann würde ich da vielleicht noch einmal eine Abfahrt machen. Für die Leute, die da sind. Dann kann da noch Bürogebiet hin. Brauchen wir eh auch gerade. Das trifft sich gut. Dann mache ich da Bürogebiet hin. Das ist, glaube ich, eine dreispurige, wenn ich das richtig sehe. So. Machen wir ruhig bis dahin. So. Und das waren kleine Straßen. Da staut sich's halt auch. Ich lass... Oh, Spiel abgeschmiert. Nein, ich habe mich nur rausgetappt. Alles gut. So, da kommt dann noch Büro hin. Einmal Bürogebiet. So. Ja, kann ruhig darunter gehen. Und da würde ich dann vielleicht wieder Gewerbe machen. Ich glaube, das Gewerbegebiet ist daran schuld, dass da so viel Verkehr ist. Sind da noch Ampeln? Nein, da ist keine Ampel. Da ist eine Ampel. Kann ich noch ausmachen. Ampel setzen. So. Und die auch. So. Und da dann nochmal einen Kreisverkehr. Ich hoffe, ich schaffe den vielleicht schöner als den da. Nicht so verkrüppelt. Die Musik kommt mir bekannt vor. Aus welchem Spiel ist das? Anno 1066. Ah. Kommt mir so bekannt vor. Das war zu lang. So vielleicht. Ja, das ist, glaube ich, gut. Das war wieder zu lang. So. Ja, ist wieder nicht sonderlich schön. Ich hoffe, es ist genug Platz, dass wir da überhaupt mit Abfahrt hinkommen. Es schaut nicht so aus. Bevor ich es abreiße, probiere ich es erst einmal. Na, ist zu wenig Platz. Muss ich nochmal machen. Verdammt. So, Top-Down-Ansicht. Und dann den da. Muss ich da schon beginnen? So. Natürlich wieder mit dem da. Nicht schön, aber was Besonderes. Ja, so kann man es auch nennen. Nicht schön, aber selten.